Ja Leute, der Trailer zu Battlefield 3, Battlefield Portal ist nun erschienen. Wir haben die ersten richtigen Eindrücke bekommen zu den Battlefield 3 Remastered Karten, einmal Noscha Kanäle sowie auch Caspian Bordern. Ich muss gleich vorweg sagen, wo ich den Trailer gesehen habe, blüht natürlich mein Herz auf als Battlefield 3 Fan von der damaligen Zeit wieder die alten Karten zu sehen. Vor allem muss ich sagen, meine persönliche Meinung, nachdem ich den Trailer gesehen habe, dass es einfach das neue Battlefield ist. Also das 2042 könnte ich theoretisch schon weg ausblenden lassen und nur Battlefield Portal zocken, denn das ist wirklich geil, die alten Karten wieder zu sehen. Ja, am Anfang des Trailers sehen wir direkt Caspian Bordern. Das ist die Karte, die von Battlefield 3 übernommen wurde, bedeutet nicht die Version von Battlefield 4 mit der großen Mauer. Das finde ich auf jeden Fall ein Pluspunkt, weil die Caspian Border Version von Battlefield 3 ist einfach viel besser als die remasterte Version in Battlefield 4. Da sehen wir auch, dass der Soldat die M16A3 benutzt, das ist ein Sturmgewehr. Diese Waffe wurde sehr häufig benutzt in Battlefield 3, denn das war eine der stärksten Sturmgewehre und eine der beliebtesten. Dann sehen wir auch einen kurzen Buggy vorbeifahren, der so eine Gun oben drauf hat, die man benutzen kann. Das kannte man bereits auch aus Battlefield 3 und 4 und auch schön zu sehen, dass diese Fahrzeuge auch wieder drin sind. Weiter geht's dann nach dem Intro mit Noscha Kanäle. Noscha Kanäle, eine sehr klassische Karte aus Battlefield 3, auch eine der beliebtesten. Wir sehen hier Eroberung am Anfang, wir sehen, wie die ganzen Soldaten, also das amerikanische Team, aus dem Flugzeugträger rausfahren mit Schiffen oder auch fliegen mit Helikoptern oder Jets. Wir sehen hier ein Amtrak. Dieser Amtrak war ein mobiler Spawnpunkt für die Amerikaner. Das bedeutet, die anderen Teams konnten das Ding nicht klauen, konnten es halt nur zerstören, weil wenn man mit dem Amtrak irgendwo hingefahren ist, konnte man dort drauf spawnen. Das heißt, es war halt wie eine Spawnbag mit Rädern und das war halt schon mächtig, dieses Fahrzeug. Weiter sehen wir auch eine sehr große Übersicht wieder über die Team Deathmatch Bereich. Da sehen wir auch, dass das wirklich alles ist, wie auch in Battlefield 3, also 1:1 übernommen wurden, und das ist auch auf jeden Fall ein Pluspunkt. Wir sehen, dass die Karte relativ echt schön gestaltet ist, auch die Texturen und alles sehen bombastisch aus, es ist nicht so übertrieben bunt. Das gefällt mir, denn Noscha Kanäle war immer so ein bisschen verregnerisch und das gefällt mir ziemlich sehr, dass sie halt es so gelassen haben, wie es auch in Battlefield 3 der Fall war. Dann geht's weiter mit Caspian Bordern. Wir sehen eine Szene, wo ein Helikopter in der Mitte der Map fliegt. Dann die nächste Szene, wo halt echt viel Gefechte stattfinden vor diesem großen weiß-roten Turm. In Battlefield 3 war das meistens eher eine kahle Fläche. Dort war eher weniger los, weil das ist halt schon in der Nähe der US-Spawn-Bereich gewesen. Und zusätzlich könnte theoretisch die Chance bestehen, dass eine Flagge an diesem großen Turm ist. Denn das war auch in Battlefield 3 der Fall. Ja, und das war's schon mit dem Trailer. Leute, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu meint. Findet ihr den Trailer geil? Freut ihr euch jetzt immer noch mehr auf Portal und würdet ihr tatsächlich euch jetzt langsam überlegen, erst Portal zu zocken? Also ich werde es auf jeden Fall machen, denn Oldschool Maps gibt es einfach nichts Besseres auf der Welt. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in den nächsten Videos und ich freue mich. Morgen ist es soweit. Battlefield. Alter, war das peinlich.